Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974 und damit habt ihr sicherlich nicht gerechnet. Winter Supersports 92. Ja, jetzt seid ihr mal dran. So, und ich beantworte das mal nicht. Ich will jetzt mal, dass ihr jetzt was Sinnvolles tut. Oh, Challenge. Dann geht das, glaube ich, direkt auch automatisch weiter. Kann man da was machen? Oder ist das gleich noch die letzten drei fürs Land? So, komm. Deutschland, 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 Deutschland. Deutsche Land und so. So, genau. Für das M müssen wir jetzt einfach mal durch. So, komm, dann. Zeigst du mir an, welche Events kommen oder machst du jetzt einfach alle, die du möchtest? Wir sind mal gespannt, was dieses Spiel uns antut. So, Winter Supersports, genau, richtig. Das ist relativ ein... Es geht mit Abfahrt los, das ist doch schön. Kurzes Highlight für euch. Wir sind ja jetzt bei 92. Ja? Welche Olympischen Spiele sind denn das wohl, ha? Schreibt das mal in die Kommentare. Also jeder, der Wikipedia aufrufen könnte, kann das mit Sicherheit beantworten. Ich guck mal, wer da als erstes war. Da lasse ich mir vielleicht mal was einfallen. So. Dann wollen wir mal. Oh, es hat so ein bisschen was von She or Die. Okay. Flair sind ja auch die Macher von den Elvira Games. Und wer Elvira nicht kennt, ihr habt eine Menge verpasst. Googelt mal einfach, dann wisst ihr das schon. Macht mal einfach Flair Software, Elvira, und guckt euch mal an, was da so alles für Bilder im Karton dabei lagen. Es geht doch eigentlich hier ganz locker. Was ein bisschen natürlich wieder seltsam ist, ist die Streckenführung. Haben wir, glaube ich, irgendwo bei der Präsentation der Olympischen Spiele tatsächlich gelernt. Das wird ja irgendwie ausgelost von den erfolgreichsten Ländern in der jeweiligen, im jeweiligen Event. Und dann macht das der technische Direktor oder so. Ich weiß nicht, wie sie es hier damals gemacht haben. Vielleicht der, der nach 8 Jager-Tee noch wusste, wie er heißt, der durfte dann die Strecke machen oder so. Ich weiß es nicht. Weil irgendwie so, bei manchen Games habe ich das Gefühl, das ist irgendwie keine Streckenführung, sondern da sagt irgendeiner, so, was im Spiel einfach mal schwer. So wie ich es nicht geradeaus gehen kann, kann ja auch nicht geradeaus Skifahren. Komm, sag ich's. Ach, da kann ich wieder ansetzen. Das ist ja. Okay, das ist ja jedenfalls fair. Ja, waren keine Fehler. Ist richtig. Das war Abfahrt. Da können wir nur richtig drauf abfahren. Wo war das nochmal? Ich glaube bei Terranigma, ne? Du Abfahrer. Oh. Ja, der typische Übersetzer. Ski-Du. Sagt mir gar nichts. Was ist das denn? Ist das ein Schneemobil oder was? Bin mal gespannt. System CPM, ja klar. C64. Ist das so Micro Machines? Bin ich denn? Ach so. Okay. Mit Feuer gibt man Gas. Und dann fährt man jetzt wahrscheinlich hier seine Runden. Ein größerer Bildschirmausschnitt wäre vielleicht ganz hilfreich, denke ich. Aber warum so einfach, Mann? Ihr seht auch schon wieder das Übliche, ne? Die KI fährt natürlich perfekt. Wie sich das gehört. Klar. Überhaupt nicht definiert. Deswegen, also das ist auch immer für die Leute, die sich heute beschweren, ja, das ist unfair. Guckt euch das hier einfach an. So, jetzt habe ich mich jetzt wahrscheinlich total verfahren. Muss ich da irgendwie eine 8 fahren? Oder zählt die Runde nicht, oder? Oder zählt er die Runde? Aber wenn da gleich nichts passiert, dann fahre ich gleich mal nach unten. So. Das mache ich super. Mann, ich werde das Rennen eh verlieren, da mache ich mir keine Gedanken. Okay. Nee. Geht tatsächlich nach oben. Okay. Also, irgendwas mache ich richtig, weil anders fahren kann man nicht. Aber es ist wirklich, ne? Micro Machines sind schlecht. Und er ist im Ziel. Boah.
Könnt mir ja mal schreiben, waren das 3 Runden, was der gefahren hat? Ich habe da überraschenderweise nicht auf den Gegner geachtet. Okay, wir sind im Ziel. Achso, wir kriegen ja keine Punkte. Das finde ich natürlich irgendwie unfair, wenn ich mich mal äußern darf. Ski Challenge. Was ist denn die Ski Challenge? Jetzt wird es langsam interessant. Disziplin, die keiner kennt. Aber sonst, ich sag mal ganz ehrlich, das Spiel geht vollkommen in Ordnung. Also das ist, auch wenn das jetzt so wirkt, jetzt kriege ich hier überhaupt nichts auf die Kette. Aber das geht. Das geht. Das war... Ach, das ist so... wie soll man sagen? Heutzutage Parallelslalom und sowas. Das ist so eine Art Parallelabfahrt. Kann ich den nicht überholen? Muss der einen Fehler machen? Natürlich mache ich den Fehler gleich. Ja, super. Im wahrsten Wort ist, ich kann nur da hinterher fahren. Ja, natürlich. Und ich krieg voll ein vors Fressbrett. Deswegen. Der war doch jetzt von Anfang an vorne, ne? Da konnte ich doch gar nichts machen. Ach, da ist ja noch ein Fehler! Zählen wir noch 10 Sekunden drauf. Ich glaube, es hängt. Okay, das ist so eine Art Parallelabfahrt. Das ist mal ganz putzig, ne? Aber vielleicht jetzt noch nicht unbedingt so gut. So, wir sind schon auf Seite B. Das ist doch großartig. Das geht doch schnell. Dann legen wir mal Seite B ein. Da, 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 da. So, B. So, Slalom hätte ich gern. Mal gucken, wie sie den umgesetzt haben. Vielleicht ist der genauso wie Abfahrt. Vielleicht ist der schwieriger. Bin mal gespannt. So, dann zeig mal. Okay, das kennen wir. Naja gut, das geht doch. Vor allem man kann... Ich wollte schon sagen, man kann das selber definieren, aber ich mache jetzt mal hier den Idiotenhügel-Sicherheitslauf. Dann komme ich jedenfalls auch an. Weil das hilft. Ich habe ja nicht unbedingt viele Gegner. Ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwelche Weltrekorde aufstellen. Was hier sowieso nicht klappt. Sieht auch nicht danach aus. Ja, jetzt kann ich es ja schon mal vorwegnehmen, wo wir das jetzt hier gerade durch haben. Jetzt kommt als nächstes dann als Bonus Winter Challenge und Summer Challenge. Dann haben wir das auch im Sack. Dann glaube ich, reichen euch, glaube ich, erstmal dann die sportlichen Aktivitäten, wenn wir dann mit Sochi durch sind. Es sind noch ein paar Sachen, die ich mit Sicherheit zeigen möchte. Das werde ich auch noch tun. Ich muss mal gucken, welchen Stil ich das mache. Diskutiere ich mit mir gerade noch. Ein paar Sachen sind sicherlich interessant, weil ihr die sonst nämlich nirgendwo seht. Dass man die mal einfach macht. Zum Beispiel auch Brian Jack Superstar, wie das kennt, ne? Ah ja, null Fehler. Hör mal, jetzt drauf. Who's your Mami und so. So, was machen wir jetzt? Schönes. Luke, also Rodeln. Wenn es Rodeln gibt, wird es mit Sicherheit auch Bob hier geben. Bin ich mal gespannt, wie das umgesetzt ist. Also ich weiß nicht, wie viele Events es hier gibt. Ich weiß nur, dass das mehr sind als bei den Tyneshaft-Sachen, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, wie viele das wirklich sind. Gucken wir einfach. Ist da, ist endlich mal auf der Karte, wird auch was angezeigt. Na, also. Hallo. Gehst du nach unten? Ah. Gut so. So. Ah, sieht doch okay aus. Das ist wahrscheinlich irgendeine Minute oder so die Strecke. Dann kann ich ja noch leben. Aber nicht hier mit 3 Minuten. Das muss nun nicht sein. So, komm. Schön. So, wir haben, wenn ich die Karte richtig sehe, ich achte da mal drauf.
war das denn jetzt? Bitte? Ja, super, da habe ich auch nur einen Versuch. Wie böse ist das denn? Ja, schon sind wir beim Bob. Immerhin, habt ihr gesehen, das System ist so logisch und lädt nicht nach. Muss ja einfach nur den Sprite austauschen. Wobei, ist das jetzt eine andere Bahn? Ist eine andere Streckenführung, ne? Ich meine, ich weiß, dass man irgendwie die Streckenführung auch ändern kann bei diesen ganzen Dingern. Die sind ja auch in der Lage, da was zu tun, aber macht man das? Fahren die nicht bei Olympischen Spielen dann alle auf der gleichen Bahn? Ist das so? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Hier mal wieder eine Frage an das Fachpublikum da draußen. Ich weiß das nicht. So. Ja, das sieht sogar jetzt noch besser aus, wobei die gefährliche Kiste kommt ja noch. Ah! Natürlich. Zack. Und lass mich ran, ich habe keinen zweiten Versuch. Warum denn auch? So, was haben wir denn jetzt als Schönes? Speedskating, also Eisschnelllauf. Ah, bin ich ja gespannt. Ich weiß gar nicht, ob es hier schon Shorttrack gab. Das ist ja immer so meine Spezialfrage, ab wann es Shorttrack bei den Olympischen Spielen gab. Okay. Das ist im Rhythmus, das habe ich schon verstanden. Okay, den Rhythmus haben wir. Allerdings ist die KI natürlich schon wieder weg. Brauche ich nicht erwähnen. Wie sich das hier so immer gehört. So, komm, dann machen wir mal das auch mal. Haben wir natürlich gegen die KI keine Chance, aber sonst spielbar ist das. Ihr könnt das ja mal einfach bewerten. Ne? Ihr habt ja jetzt so viel Winter Games Gedönse gesehen. Wo würdet ihr das denn hier ansiedeln? Also, ist sicherlich auch kein Klassiker. Hat eine Menge Events, das darf man nicht vergessen. Das ist immer ganz sinnvoll. Also muss Elvira. So, wer ihn nicht kennt, googeln. Ist eine Bildungslücke. So, sind wir schon da? Ich bin mal gespannt. Also die Steuerung geht. Aha, der ist da. Kriege ich den tatsächlich noch? Das wäre ja sogar richtig knapp geworden. Hallo? Hallo? Und das bei irgendeiner gottgleichen KI? Kann ich ja so schlecht nicht gewesen sein. So, was haben wir denn dann? Bale Jumping. What in the blue hell is Bale Jumping? Okay, es ist schon mal als Schnelllauf. Wie kriegt der so ein Monster-Start hin? Ihr seht, was ich hier brauche, ey. Boah, jetzt komm, ey, gib mal Gassi, ey. Was ist das denn da? Wieder drüber springen? Okay. Jetzt hat er mich erstmal überrundet, wenn ich das richtig gesehen habe. So, jetzt habe ich nämlich auch die entsprechende Geschwindigkeit. Das jemand? Was ist das denn, Eisschnelllauf mit Hürden? Ich meine, geile Idee, aber das habe ich noch nie gesehen. Und jetzt schreibt bestimmt wieder einer, falls Springen gab es auch bei California Games. Nein, gab es nicht. Das war bei World Games. Weil überraschenderweise Kalifornien und Eis könnte jemand auffallen, aber na gut. Warum denn auch? Ja, denken, die werden für solche Kommentare bezahlt, für so einen Unsinn. So, haben wir da drei Runden. Na komm, gib mal Gas hier. Uha, sind jetzt auf einmal mehr Hürden. Das macht jetzt auch nicht so unbedingt Sinn, wenn ich jetzt ganz mal ehrlich bin, aber ich bin da. So, haben wir. Gibt's noch was? Achso, hä? Achso. Ja, stimmt, der hatte mich ja überrundet. Ah, oh.
Boah. Gas. Stimmt, der hat ja eine, der hat mich ja sogar komplett eine Runde abgehangen. Das finde ich am besten. Aber ihr seht, wie schnell man hier auf Geschwindigkeit kommt, nämlich gar nicht. Boah. Boah, Gas. Komm, jetzt sind wir gleich da. Oder wir sind da. Gott sei Dank. Hui. Spaß ist was anderes. So, Award Ceremony. Dann gucken wir uns doch mal die Siegerehrung an. Ja, großartig. Ich bin der Two Days Champ. Ich freue mich ja so. Ja, und nun muss ich wahrscheinlich wieder die Disc drehen und wir fangen von vorne an, ja? Natürlich. Machen wir nochmal eben. Nein, willst du wieder nicht? Moment. Willst du nicht, dann brauche ich Gewalt. Es wird ja immer von zickigen Systemen gesprochen. Ich kann euch sagen, der 64er kann auch ziemlich zickig sein, wenn er möchte. Ja, jetzt fängt es tatsächlich von vorne an. Ist ja schön. Ja gut. Dann genau, nutzen wir dieses Intro und sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und bleibt mir treu. Bis dann. Tschüss.